Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Kid Eskimo. All I do is pray. Yeah. All I do is pray. Und auch zu einem neuen DIY. Denn, wie ihr mitbekommen habt, ziehe ich in meine eigene Wohnung und man braucht natürlich auch Geschirr und Möbel, Farbe und, aber Deko und Wandbilder sind auch ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Das Ganze kann immer sehr kostenintensiv sein, aber man kann vieles selber machen und deswegen möchte ich in die Richtung auch euch verschiedene DIYs entweder zeigen oder sie gemeinsam mit euch testen. Und da sind wir beim guten Stichwort. Wir kennen alle die TikToks und Instagram-Videos, wo diese Bilder machen aus Strukturpaste bzw. Spachtelmasse, also diese richtig schönen Strukturbilder, die sind im Internet sehr teuer. Das Ganze kann man aber anscheinend sehr einfach selber machen. Und weil ich das selber noch nie getestet habe und überhaupt gar keine Erfahrung mit Spachtelmasse habe, wird das Ganze nicht hier ein Tutorial, sondern eher, dass wir das gemeinsam testen. Denn in allen Videos sehen immer DIYs sehr simpel aus. Und auch wenn sie vielleicht simpel sind und dann noch simpel aussehen, denkt man immer, man kriegt das mega leicht hin. Aber ob das wirklich so leicht ist, das weiß man nie. Und das testen wir gemeinsam in diesem Video. Also ich hoffe, dass es kein Fail wird. Damit es noch ein bisschen spannender ist, möchte ich das eine Bild weiß lassen. Und das andere möchte ich so ein bisschen in die beige-weiße Farbe bringen oder Brauntöne mit reinbringen. Denn in meinem Wohnzimmer soll es alles so in die Richtung von schwarz-weiß-beige gehen. Und deswegen werde ich mir so ein bisschen verschiedene Farbtöne anmischen mit Braun und Weiß. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das Bild dann damit versauen werde, weil ich ja sowieso noch gar nicht weiß, wie das Bild aussieht, wenn es fertig ist. Aber damit ihr nicht euer Geld aus dem Fenster werfen müsst oder euer Bild versaut, weil ihr es probiert, mit Farbe noch besser hinzubekommen, werde ich das Ganze, wie gesagt, für euch testen und am Ende ein Fazit geben, ob ihr es lieber weiß lassen solltet oder gerne mit Farbe arbeiten könnt. Genau, ich würde sagen, ich hole die Kamera wieder nach vorne. Wir schauen uns mal an, was wir alles brauchen, wo ich das Ganze her habe. Und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf das Ergebnis. Hier seht ihr erstmal alles, was wir brauchen. Natürlich brauchen wir Leinwände. Ich habe so gut wie alle Sachen von Action und ebenso auch die Leinwände. In der Größe, glaube ich, 40x50 waren die, glaube ich. Dann Spachtelmasse oder sowas, was da jetzt drauf steht. Oder manchmal steht da auch direkt Strukturpaste drauf. Aber ja. Und dann diese Spachtel hier. Die habe ich beim Action nicht gefunden. Die habe ich für 1-2 Euro im Baumarkt tatsächlich gekauft. Aber wie gesagt, ihr könnt auch im Baumarkt die Spachtelmasse holen. Da gibt es auf jeden Fall sowas auch. Wenn ihr nach Spachtelmasse fragt, dann wissen die meistens damit mehr anzufangen, als wenn ihr nach Strukturpaste, glaube ich, fragt. Ja, Acrylfarbe habt ihr gerade noch gesehen. Die gibt es ja sowieso überall. Und Pinsel und eine Mischpalette hatte ich noch zu Hause. Nehmt euch auf jeden Fall eine gute, große Unterlage. Das, was ich hatte, war deutlich zu klein, denn es macht doch echt mehr Dreck als gedacht. Ich glaube, sogar ein gelber Sack macht sich dafür am besten, weil dann könnt ihr das danach einfach direkt einfach entsorgen. Ja, und der erste Step beginnt damit, dass ihr erstmal genug Spachtelmasse auf die Leinwand gebt. Wie viel kann ich euch gar nicht sagen. Ungefähr bei einer, bei der Größe habe ich ungefähr 500 Gramm drauf gemacht. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht, naja, so ungefähr. Aber das seht ihr ja dann schon. Dann erstmal alles verteilen. Ich hatte das erst mit diesem zackigen Spachtel verteilt. Hat sich dann aber ein bisschen doof gemacht, also nehmt euch da vielleicht doch dann einen geraden Spachtel oder ihr seht gleich, wie ich habe ein bisschen improvisiert und habe einen Geodreieck dafür genommen, ein großes, damit ich eben erstmal dann eine gerade Fläche habe, weil so sah das ja jetzt schon mit Mustern aus. Genau, deswegen hatte ich dann aber halt nochmal das alles glatt gemacht. Weil das Muster, wenn ich habe erst das Muster so reingemacht, ihr seht es gerade, ich konnte es gerade nicht so gut erklären, aber dann ist es halt nicht so gleichmäßig, weil es kein gleichmäßiger Untergrund ist. Also bevor ihr ein Muster reinmacht, macht am besten nochmal die Leinwand komplett glatt, dass die Strukturpaste komplett glatt drauf ist und eben nicht so, wie es jetzt da ist. Genau, und deswegen habe ich hier nochmal mein Geodreieck genommen und habe alles nochmal glatt gemacht, damit ich dann komplett... No more den ihr nehmen wollt und die Seite und probiert euch aus. Ich habe eigentlich jetzt viele Ausschnitte mit reingenommen. Ich habe nämlich erst den großen Spachtel genommen und den kleinen wieder. Und dann habe ich jetzt, wie ihr jetzt hier seht, wollte ich eigentlich den Hintergrund eben so gewellt haben,
Dann habe ich mit dem kleinen Spachtel dort unten angefangen, eben diese Rundungen drauf zu machen, dass eben dieses Strukturbild auch verschiedene Bilder hat. Also eben, ihr kennt diese typischen Strukturbilder. Das, was ich da jetzt mache, letztendlich, ihr seht es ja. Und man sieht ja auch die Rundungen und so, man sieht ja auch, dass da eine Form ist. Aber für mich war das irgendwie mit dem Hintergrund zu viel, beziehungsweise hat man für mich die Rundungen eben oder die Form nicht so gut gesehen. Ich finde, es hat nicht so gut gewirkt. Deswegen habe ich nochmal mein Geodreieck genommen und nochmal alles glatt gemacht. Ich habe, glaube ich, fast eine Stunde für zwei Bilder gebraucht, weil ich immer wieder alle Muster weggenommen habe. Also guckt einfach zu, wie ich es jetzt gemacht habe. Ihr werdet sehen, ich werde es wieder glatt gemacht haben. Dann habe ich den großen Spachtel genommen und habe damit Muster reingemacht und dann den kleinen Spachtel und die Seite. Und ich habe mich halt einfach ausprobiert. Also probiert euch aus und schaut, was euch am besten gefällt. Und dann wird es auf jeden Fall schön. Dadurch, dass ihr es ja immer wieder wegwischen könnt, könnt ihr ja auch mehrere Versuche machen. Also es ist nicht schlimm, wenn es beim ersten Mal nicht direkt so schön wird, wie es wird. Schön wird, wie ihr es haben wollt. Genau, und ich habe mich dann dafür entschieden, dass mein Hintergrund eben so was Unperfektes werden soll, sondern und keine Linien, damit ich eben in den Formen die Linien ja dann habe. Ihr seht es ja gleich, das ist echt doof zu erklären. Und habe hier einfach grob mit dem Dreieck einfach hin und her gewischt, dass so eine unperfekte Struktur sich ergibt. Genau. Please tell them again. More and more and more and more and more and more of your ways. 'Cause Lord, you are my all overall. And I can't repay you. No. Just know that I'm grateful. Yeah. And although I strayed, you show you were faithful. Ja, und ihr seht, ich habe noch tausendmal irgendwie alle Muster geändert und ja, wusste irgendwie nicht so richtig, was ich dann am schönsten finde. Aber am Ende habe ich mich denn für diesen unperfekten Hintergrund entschieden, was ich euch am Anfang schon erklärt habe, mit dem Geodreieck und habe dann mit dem kleinen Spachtel eben diese Form auf das Bild gebracht oder auf die Leinwand gebracht. Und so fand ich das einfach am besten. Und ich muss auch sagen, dass ich den kleinen Spachtel sogar fast praktischer finde, um Form reinzumachen, als den großen, einfach weil die Handhabung damit viel, viel einfacher ist. Genau, das ist meine Empfehlung für die Muster und für die Spachtel. Aber probiert euch da auf jeden Fall aus. Bilder. Die Bilder sind sehr gut ausgehärtet und ich denke, ich habe es als Voiceover schon gesagt, dass es echt nicht so leicht war, denn da ergeben sich immer so kleine, ich sag mal so Würstchen. Also ich meine, es ist ja eine Strukturpaste, natürlich bringt das Struktur mit rein. Oh mein Gott, in diesem Bildschirm sieht es gerade einfach nur weiß aus. Aber halt so eine, diese überstehenden Reste. Hier oben, das war ja mit Absicht, dass ich eben mit dem Dreieck das ja immer wieder so hin und her gewuschelt habe.
Aber halt bei den Rillen, am Anfang war es dann perfekt und umso weiter und länger man runterzieht, desto mehr ergeben sich eben diese Würstchen. Das ist bei beiden Bildern ja so geworden. Trotzdem finde ich es cool und trotzdem würde ich es empfehlen und würde es auch immer wieder machen. Und dieses Unperfekte macht es, glaube ich, bei diesen Strukturbildern, um ehrlich zu sein, auch perfekt. So, wisst ihr, wie ich meine? Und ich würde auch sagen, als Fazit, das Übung macht den Meister, so wie bei allen Sachen. Weil ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Ausschnitte mit ins Video nehme. Ich glaube, ich habe letztendlich eine Stunde für die Bilder gebraucht. Weil ich habe da Muster gemacht und dann habe ich den Spachtel ausprobiert und wollte halt erstmal gucken, was am besten ist und ob ich zu viel oder zu wenig Spachtelmasse mit auf das Bild gebracht habe. Ich glaube, da muss man sich echt austesten. Ich werde nächstes Mal auf jeden Fall nochmal eine kleinere Leinwand nehmen, um nochmal mehr zu üben. Und jetzt, eigentlich finde ich die sogar schon richtig schön und ich kann mir vorstellen, an einer beigen Wand einfach nur so ein weißes Bild kann richtig schön aussehen, aber ich werde jetzt einfach eins mit Farbe machen und das werde ich dann halt an eine weiße Wand hängen. Und für meine beige Wand werde ich dann nochmal irgendwann neue Bilder machen. Ja, ich verschenke ein Bild, da nehme ich das Schönere, was ich schöner finde, verschenke ich an das Geburtstagskind. Also wenn du siehst, ich hoffe, du hast dich gefreut, auch wenn es nicht perfekt aussieht. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Und meins werde ich jetzt probieren, mit Farbe zu gestalten. Aber dadurch, dass es ja so kriselig wird, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es gut wird. Aber es gibt die Bilder ja auch nur mal mit Farbe. Deswegen nehmen wir jetzt mal die weiteren Sachen in Angriff, die wir dafür brauchen und hoffen bei alle zusammen, wir drücken die Daumen, dass, ja, ich mein Bild damit nicht versauere. Ich habe eigentlich echt Angst, weil ich würde es eigentlich gerne weiß lassen, aber für euch will ich es auch testen, ob es gut wird mit Farbe. Okay, Leute, let's go. Ich habe mich jetzt hier mit der Leinwand hingesetzt, für die ich mich entschieden habe, die ich anmalen werde. Habe mir meine weiße Farbe, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, und meine braune Farbe genommen, weil ich zwischendurch noch ein anderes DIY ausprobiert habe mit der dritten Leinwand, was der übelste Fail war. Ist meine weiße Farbe fast leer, deswegen hoffe ich, dass die Brauntöne auch trotzdem schön werden und gut werden. Ich habe jetzt hier noch so eine alte Acrylfarbe gefunden und hoffe, dass ich damit braune Töne hinbekomme, beziehungsweise eigentlich wollte ich ja eher in die beige Richtung gehen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich wo ich diese Rillenmuster gemacht habe, braun mache. Und damit es vielleicht doch kein Fail wird, wenn es hässlich aussieht, werde ich, glaube ich, mit der in der Mitte anfangen, weil dann ist das praktisch der Eyecatcher des Bildes, falls es halt nicht so schön wird, dass ich eben nicht das und das auch noch damit versaue. Deswegen, Leute, ich mache rühre erstmal eine Farbe an, so ein helles Beige würde ich jetzt sagen. Dafür habe ich mir noch... oh mein Gott, es ist fast aufs Bild gekommen. Oh mein Gott. So einen Becher hier genommen. Die Farbe ist echt flüssig. Ja. Ich hätte mal von meiner Arbeit einfach Farbe noch mitnehmen sollen. So, das Ganze rühren wir jetzt um. Ich würde so gerne malen können, Leute. Probier mal meine andere Farbe. Oh. Weil braun soll es ja jetzt eigentlich nicht werden. Wobei, ja, Leute, ich habe echt Angst. Okay. Ich glaube, das kann was werden. Das ist auf jeden Fall viel zu wenig Farbe. Stellt euch mal vor, deswegen wird es jetzt hässlich. Leute, das wird meine neue Therapiestunde, ich sag's euch. Damit werde ich jetzt meine Zeit verbringen. Und es ist ja gar nicht so ein teures DIY. Gut, Leute. So, in der Mitte mache ich das hier einfach noch grob und am Rand nehme ich mir dann halt einen anderen Pinsel, damit ich dann nicht, natürlich nicht übermale. I didn't know which way to go. I lost everything. Thought I lose my mind, but I called on him. He's a friend of mine. Also ich muss sagen, es ist einfach eine Empfehlung. Ich finde das schon mal so richtig, richtig schön. Dadurch kommt einfach das Muster nochmal total gut zur Geltung und setzt sich aber von dem Hintergrund wiederum ab. Also ich werde auf jeden Fall jetzt die anderen auch noch braun machen. Ich hoffe, dass die Farbe reicht. Wenn nicht, muss ich mir halt nochmal weiß kaufen und male es dann wann anders nochmal an. Aber so sieht man auf jeden Fall schon mal, dass es richtig gut ist. Nehmt euch auf jeden Fall einen Pinsel, der nicht hart, weil sonst verliert er so viele Haare hier auf dem Bild durch diese ganzen Strukturen eben. Ich werde mir jetzt hier noch trotzdem...
noch ein Braun zusammenmischen und auf jeden Fall hier nochmal die andere Seite malen, weil dafür reicht es auf jeden Fall noch. Eigentlich könnte das auch wirklich, ich glaube, das mache ich fast wirklich hier in diesem dunklen Braun und dann mache ich das halt in so einem ganz hellen, also hier ganz dunkel, mittel und dann hier oben hell. Dann, ja, ich mache noch ein bisschen Weiß da rein und dafür hole ich dann, für hier oben praktisch für die Ecke, hole ich dann nochmal ein Weiß und mische das, glaube ich, erst dann, weil ich habe Angst, dass es dann doch nicht reicht. Und dann würde ich sagen, Leute, das ist eine richtige Empfehlung. Habe ich schon mal das erste Bild für meine Wohnung. Und ich glaube, das gleiche werde ich dann für mein Schlafzimmer in die Farbrichtung praktisch auch machen. Aber ich glaube halt an einer, sag ich mal, wenn es jetzt eine beige Wand ist, dann passt es ja, dass es einfach nur praktisch oder nur weiß ist. Aber ich mag's, auch wenn es nicht perfekt ist. Okay, jetzt ist es eigentlich richtig hell. So Leute, hier sind meine zwei Strukturbilder, gerade noch frisch gestrichen. Also ich würde euch jetzt hier nochmal ein Video einblenden, wie es aussieht, wenn es wirklich durchgetrocknet ist. Also das mache ich dann halt einfach nochmal 24 Stunden später. Und ich muss wirklich sagen, also ich würde mir noch mehr wünschen, dass die Töne doch noch ein bisschen unterschiedlicher wären, vor allem die beiden. Wobei man eigentlich in der Kamera, wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, sieht es eigentlich schon aus, als wären es zwei verschiedene Töne. Ansonsten kann man da ja auch immer noch mal rüber streichen mit einer Farbe. Und jetzt so im Vergleich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das hängt so auf so einer weißen Wand und das zum Beispiel auf einer farbigen Wand, dann hat es eben beides einen richtig guten Kontrast. Und ich werde auf jeden Fall noch weitere Bilder davon für meine Wohnung machen. Und ich denke, von Bild zu Bild wird es bestimmt auch immer besser. Und ich kann mir auch vorstellen, das für das ein oder andere Geschenk auch zu Weihnachten zu nutzen. Also ich mag's. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und obwohl TikTok und Instagram voll mit den Videos ist, hoffe ich, dass ich euch trotzdem nochmal helfen kann oder konnte. Weil manchmal weiß man ja doch nicht, wie man ansetzen soll oder wo es wirklich alles gibt. Weil TikToks Videos natürlich sehr eng zusammengefasst sind vom Inhalt. Deswegen hoffe ich, dass ich euch inspirieren kann, euch weiterhelfen konnte und ihr vielleicht mit dem Video das entweder auch macht oder euch doch dagegen entscheidet. Dann habe ich euch, egal in welche Richtung, trotzdem irgendwie helfen können. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, das Video war nicht allzu chaotisch. Würde mich auch über einen Kommentar freuen, vielleicht welches ihr schöner findet. Und ansonsten über jedes neue Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag übrigens zu einem weiteren Wohnungsvlog wieder. Also freue ich mich, dass ihr alle einschaltet oder wenn ihr alle einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderschöne Zeit. Ciao! I've got